Stellen Sie sich vor, ein anderer greift Sie an, der macht einen blöden Spruch auf Ihre Kosten und Sie schlagen einfach zurück, Sie antworten flapsig, Sie antworten ironisch. Was passiert dann? Dann haben nicht mehr Sie das Problem, sondern er hat es. Aber das ist nicht immer gut. Es gibt eine zweite Möglichkeit, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, und das ist der einfühlsame Konter, der dem anderen keine Probleme macht, sondern seine Probleme eventuell sogar löst. Das geht tatsächlich, dass Sie den Angreifer nicht vor den Kopf stoßen, sondern dass Sie ihm weiterhelfen, und zwar mit einem einzigen Wort. Wie das funktioniert, das sage ich Ihnen gleich. Mein Name ist Martin Wehle, ich bin Buchautor und Karriereberater. Die üblichen Schlagfertigkeitstechniken, die haben einen Vorteil, der zugleich ein Nachteil ist. Sie machen dem Angreifer nämlich bewusst, dass er gerade etwas ziemlich Dummes gesagt hat. Wann immer Sie mit Ironie arbeiten oder den anderen vor Rätsel stellen oder seinen Angriff bewusst missverstehen, jedes Mal bereiten Sie dem Angreifer mit voller Absicht ein Problem. Und dieses Gegenfeuer, das ist in der Tat oft nötig, um ein verbales Maschinengewehr zum Schweigen zu bringen. Aber was tun Sie, wenn Sie den Angreifer eben nicht verletzen wollen? Was tun Sie, wenn der Angreifer ein wichtiger Kunde ist, den Sie keinesfalls verprellen dürfen? Oder wenn es Ihr Chef ist, der demnächst über Ihre Gehaltserhöhung zu entscheiden hat? Oder wenn es ein Nachbar ist, mit dem Sie aller Voraussicht nach noch die nächsten Jahrzehnte Tür an Tür leben müssen? In all diesen Fällen kann es ratsam sein, dass Sie eben nicht mit einer klassischen Schlagfertigkeitstechnik zurückschlagen, sondern dass Sie dieses Zauberwort nutzen, das ich Ihnen gleich vorstellen werde. Denn Schlagfertigkeit heißt nicht umsonst so. Sie teilen einen verbalen Schlag aus, und klar, wenn er einen solchen Wirkungstreffer erzielt, wie Sie es wünschen, dann bringt er den anderen zum Verstummen. Und das ist gut so in vielen Situationen. Am Ende dieses Videos werde ich Sie auf eine wunderbare Technik verweisen, aber zugleich bedeutet ein Schlag immer auch, Sie verletzen den anderen, Sie reißen eine Wunde. Ich will es Ihnen mal an einem Beispiel vormachen. Ein Kunde, der kritisiert Sie scharf, der sagt, kein Projekt mit Ihnen geht glatt über die Bühne, immer gibt es Verspätungen, immer gibt es Schwierigkeiten, ich habe die Nase langsam voll. Und Sie wissen jetzt, diese Aussage, die ist fürchterlich ungerecht. In den letzten 10 Jahren gab es nie Schwierigkeiten, nur bei den letzten beiden Projekten. Da ist es dem Kunden eben auch besonders aufgefallen. Dann könnten Sie ihn natürlich, das ist jetzt eine klassische Schlagfertigkeitstechnik, Sie könnten ihn bewusst missverstehen und Sie könnten sagen, wenn Sie damit sagen wollen, dass in den letzten 10 Jahren alles immer geklappt hat und gerade deshalb die beiden letzten Projekte negativ auffallen, dann kann ich Ihnen nur absolut zustimmen. Das ist natürlich eine schlagfertige Antwort, weil Sie die negative Energie aus dem Raum rausnehmen, und bei vielen Menschen funktioniert das auch. Aber falls Ihr Kunde sensibel ist und falls er wirklich sauer ist, dann kann es passieren, dass er fortan Ihr Kunde war, weil er sich nicht ernst genommen fühlt von Ihnen. Und das können Sie mit meinem Zauberwort, das ich Ihnen gleich vorstelle, von vornherein verhindern. Oder eine zweite Situation. Ihr Partner oder Ihre Partnerin sagt zu Ihnen, du immer mit deinem blöden Ordnungsfimmel. Nun können Sie das wieder positiv übersetzen. Also wenn du damit sagen willst, dass ich die Ordnung etwas wichtiger nehme als du, dann bin ich ganz deiner Meinung. Auch das kann natürlich funktionieren, auch das kann charmant sein, aber es kann auch nach hinten losgehen. Dann sagt Ihr Partner zum Beispiel, du weißt ganz genau, dass ich etwas anderes meine, red doch keinen solchen Unfug. Und schon hat Ihre Schlagfertigkeitstechnik das Problem eben nicht aus der Welt geschafft, sondern das Problem noch vergrößert. Womöglich schlittern Sie in einen Beziehungsstreit, der sich gewaschen hat. Und solche negativen Wendungen, die können Sie verhindern, wenn Sie eben nicht gegenschießen, sondern wenn Sie diplomatisch mit meinem Zauberwort antworten. Also, wie lautet dieses Zauberwort und wie agieren Sie damit, wenn ein Angriff oder ein dummer Spruch auf Sie zufliegt? Ich werde es Ihnen an den gerade gehörten Beispielen vormachen. Das Wort, das ich Ihnen unbedingt ans Herz legen möchte, ist das Verb wünschen. Und die Technik, die ich Ihnen sehr empfehlen kann, ist das positive Zuhören. Diese Methode wird von professionellen Coaches und Beratern wie mir
gegenüber Klienten angewendet und auch in Ausbildungen gelehrt. Und die hat einen erheblichen Vorteil gegenüber dem aktiven Zuhören. Da wird die Aussage des anderen ja nur in eigenen Worten wiederholt, aber beim positiven Zuhören, da arbeiten Sie den Wunsch dahinter heraus. Und ich darf Ihnen versprechen, wenn es überhaupt ein Mittel auf der Welt gibt, das verärgerte oder traurige Menschen wieder zurück auf den Teppich holt, dann ist es das Sprechen über Ihre Wünsche. Ich mache Ihnen das jetzt am Beispiel des verärgerten Kunden vor. Erst zeige ich Ihnen, wie Sie beim aktiven Zuhören reagiert hätten, und dann kommt das positive Zuhören mit dem Zauberwort zum Einsatz, dann können Sie beides vergleichen. Also, der Kunde sagt zu Ihnen, Sie kriegen mal wieder nichts auf die Reihe, Ihre Zusagen sind einfach nur einen Dreck wert. Beim aktiven Zuhören würden Sie in eigenen Worten zusammenfassen, ich höre, dass Sie sehr unzufrieden sind und sich eine größere Zuverlässigkeit von uns wünschen. Dieser Satz wäre schon mal gut, weil der andere eben merkt, Sie hören überhaupt zu und Sie verstehen ihn auch. Aber was passiert, wenn Sie von Unzufriedenheit sprechen? Gut möglich, dass Sie damit den Frust Ihres Gesprächspartners noch verstärken. Darum ist das positive Zuhören oft der konstruktivere Weg. Sie sprechen eben nicht über das, was dem anderen missfällt, sondern darüber, was ihm stattdessen gefallen würde. Zur Eröffnung können Sie immer dieselben Worte wählen. Sie wünschen sich also, und dann bringen Sie auf den Punkt, was dem anderen am Herzen liegt. Im Fall des Kunden könnten Sie zum Beispiel sagen, Sie wünschen sich also, dass die Abläufe reibungslos klappen und Sie sich auf unsere Zusagen immer, wirklich immer ohne Ausnahme verlassen können. Ich darf Ihnen versprechen, sogar der wütendste Kunde wird durch diese Antwort etwas sanfter, denn er fühlt sich so richtig ernst genommen von Ihnen und er merkt, Sie haben genau verstanden, worum es ihm geht. Vor allem lenken Sie seine Gedanken vom Problem, um das Sie kreisen, zur Lösung hin. Er stellt sich reibungslosere Abläufe vor und Zusagen, die eingehalten werden. Mit dieser Technik haben Sie schlagfertig reagiert, ohne den anderen vor den Kopf zu stoßen. Und weil diese Reaktion so freundlich ist, holen Sie aus Ihrem Gesprächspartner eher die freundlichen Anteile ans Licht. Da funktioniert immer das Spiegelprinzip. Gut möglich, dass Ihr Kunde nun in sanfterem Ton sagt, jawohl, genau darum geht es mir und bitte entschuldigen Sie, dass ich so laut geworden bin. In aller Regel sind Sie ja zuverlässig. Und jetzt zum zweiten Beispiel, damit Sie die Technik auch sicher anwenden können. Ihr Partner oder Ihre Partnerin hat mit einem Kopfschütteln zu Ihnen, zum Beispiel in der heimischen Wohnung, gesagt, du immer mit deinem blöden Ordnungsfimmel. Wieder ist es Ihre Aufgabe herauszufinden, welcher Wunsch steht dahinter, worum geht es ihm oder ihr. Der Satz kann wieder beginnen mit, du wünschst dir also. Und jetzt probieren Sie mal, ihn zu Ende zu führen. Was wünscht sich jemand, der Ihren vermeintlichen Ordnungsfimmel kritisiert? Drücken Sie gern die Stopptaste, ehe ich Ihnen drei Lösungsvorschläge vorstelle. Ja, schade, dass ich jetzt nicht Mäuschen spielen konnte und Ihre Lösungen gehört habe. Vielleicht mögen Sie einen Kommentar damit schreiben. Ich werde sie alle lesen, versprochen. Und jetzt kommen meine Vorschläge. Erster Vorschlag. Du wünschst dir also, dass ich fünfe auch mal gerade sein lasse. Zweiter Vorschlag. Du wünschst dir also, dass ich dein eigenes Ordnungssystem genauso akzeptiere wie meines. Und noch ein dritter Vorschlag. Du wünschst dir also, dass ich meinen Ordnungsbegriff etwas lockerer definiere. All das sind Antworten, die Ihrem Herzensmenschen dasselbe signalisieren. Ich nehme das, was du hier gesagt hast, sehr ernst und wichtig, und indirekt senden Sie damit auch eine Beziehungsbotschaft. Meine Zuneigung zu dir, die ist so groß, dass ich in so einer Situation nicht zurückschießen muss, sondern ich kann freundlich auf dich reagieren. Und meist entspannt das sofort eine Situation. Und ein weiterer positiver Aspekt kommt hinzu, denn durch Ihre Reaktion haben Sie ja gar nicht gesagt, dass Sie dem anderen in seinem Wunsch zustimmen. Das haben Sie völlig offen gelassen. Sie haben nicht gesagt, dass Sie es hinnehmen, dass Ihre Wohnung zur Müllhalde gemacht wird. Nein, nein, Sie haben lediglich seinen möglichen Wunsch wiedergegeben und damit keinerlei eigene Meinung bekundet.
Und das ist hochinteressant, denn sie haben den Wunsch des anderen herausgearbeitet und genau auf dieser Grundlage, da lässt sich ein tolles weiteres Gespräch führen, ein freundliches Gespräch, ein konstruktives Gespräch. Das positive Zuhören, das ist eine fantastische Technik, die Sie auch als Führungskraft, die Sie auch im Beruf, die Sie auch in Ihrer privaten Kommunikation anwenden können. Und vielleicht haben Sie ja sogar ein Händchen, selbst Berater oder Coach zu sein. Vielleicht wären Sie ein toller Karriereberater oder eine tolle Karriereberaterin, falls Sie dieses Feld interessiert. Ich biete seit fast 15 Jahren jeden Herbst in Hamburg eine Ausbildung zum Karriereberater an. Im September findet der nächste Kurs statt. Und wenn Sie das interessiert, wenn Sie mich bei dieser Gelegenheit auch persönlich kennenlernen wollen, dann klicken Sie gerne mal den Link oben in der Infobox oder unter diesem Video. Und ich freue mich jetzt so richtig, wenn Sie meinen Kanal mit Glocke abonnieren, dann kriegen Sie immer Nachricht, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal, Ihr Martin Wehrle.